Knapp drei Monate nach den Bundestagswahlen und dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen trafen sich CDU und SPD zu Gesprächen darüber, wie eine Regierungsbildung aussehen könnte. Drei Optionen hat Angela Merkel: eine Minderheitsregierung ihrer CDU, eine Neuauflage der Großen Koalition, die die SPD fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, oder ein dritter Weg, COCO genannt. Einige Kernpunkte würden fixiert, der Rest der Regierungsarbeit wäre ständige Verhandlungssache. Die GroKo lief gut für Merkel, COCO würde der SPD mehr Profil erlauben. Eine COCO ist ein absolutes No-Go. Ich habe kein Interesse, mich mit der SPD über irgendeinen COCO-Lores zu unterhalten, sondern es geht um Perspektiven für unser Land. Nach dem Treffen haben sich die Spitzen von CDU und CSU für Sondierungen zur Regierungsbildung ausgesprochen. Die SPD ist noch nicht entschieden. Am Freitag werde man beraten und dann entscheiden. Über die Aufnahme förmlicher Koalitionsverhandlungen muss ein Sonderparteitag der SPD entscheiden.